Ja, sei gegrüßt zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder Life After. Und hier stehe ich nun vor einer Wand, an dem ein Bilderrahmen hängt. Und in diesem Bilderrahmen befindet sich mein Zertifikat, dass ich jetzt ein Krieger bin. Offiziell bin ich jetzt ein Krieger. Seit der letzten Folge bin ich richtig stolz drauf. Und deswegen habe ich es hier hingehangen, da wo ich immer mich hinsetze, um die Leben wieder zu regenerieren. Wenn ich die Folge beende oder kurz bevor ich die Folge anfange und mir fehlt ein wenig an der Lebensleiste, dann setze ich mich dahin und warte noch ein wenig, bis ich anfangen kann aufzunehmen. Genau, deswegen sitze ich auch öfter da auf dem Stuhl, um wenn ich die Folge halt beende. Beende auch und starte. So, alles klar, denn zum Zweiten. Da ist der Schrank, da ist der ganze Krempel drin, den ich in der letzten Folge noch, also Ende der letzten Folge noch im Inventar hatte. Alles, was hier drin war, habe ich da auch wieder rausgenommen. Und das ist da auch alles mit drin hier. Genau, und dann wollte ich hier zur Kuh, die wir da oben haben. Die wollte ich jetzt erstmal versuchen, beim Schwein mit reinzuschmeißen. Ich weiß gar nicht, ob es geht, ob man Schwein und Kuh gleichzeitig in einem Gehege halten kann. Das probiere ich mal aus. Was haben wir hier? Ernte. Ernte bloß, ne? Anbauen. Anpflanzen 4. Wir haben dreimal Bärensamen und einmal Eichensetzling. Und die Kuh ist hier irgendwie gar nicht mehr bei. Schade. Das hat aber auch nur mit Eichen, also Anpflanzen zu tun, ne? Mine ist es gar nicht. Mine wäre ja, das Ding, was wir da drüben haben. Ne? So. Was halt da drüben ist. Gut, okay, und Rückseite weiß ich jetzt nicht. Achso, hier ist das Viehgehege. Viehzucht, Garten, weiß ich nicht. Oder können wir das hier gar nicht reinschmeißen, die Kuh? Vielleicht brauchen wir dafür irgendwas Besonderes? Sowas hier oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gut, also geht das schon mal nicht. Da muss ich mal irgendwann, ich bring's aber irgendwie nicht übers Herz, das Schweinchen zu killen. Weil ich hab's großgezogen. Blut, Schweiß und Tränen stecken in dem Schwein. Oder wie man so schön sagt. Ja, geht halt endlich. Dann wird die Kuh halt für immer im Schrank versauern. So, dann schmeißen wir die Kuh da halt mit rein. Ist eben so. Kann ich nicht ändern. Wir können die eh nicht züchten. Aber da wäre Milch gewesen, ne? Milch ist Nahrung. Und, na gut, Fleisch vom Schwein auch. Ne? Gut, wo wollte ich weitermachen? Genau, eigentlich wollten wir in die Sandstein-Feste. Jetzt haben wir schon 3 Minuten verbraucht. Ja, verbraucht. Guck mal, ich habe euch einfach bloß Sinnvolles über das Let's Play erzählt. So, wir haben hier aktuell... Na komm, guck doch mal in den Schrank rein da. 43 von diesen Bauplänen. Und die müssen halt irgendwie verbraucht werden. Und hier unten habe ich ja immer noch Formel und Forschung. Das wollte ich auch nochmal machen. Wähle zuerst links eine Formel aus. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Ich weiß nicht, Bekleidung, Helm, neu... Da gibt es zweimal neue Helme, wollte ich beim letzten Mal machen, aber ging irgendwie nicht, weil ich die nicht erreicht hatte, die Stufe. Okay, dann wollen wir, weiß ich nicht, Bekleidung, Helm. Wir haben noch gar keinen Helm auf, ne? Da würde ich sagen, dann hauen wir uns erstmal einen Helm drin. Gut, ach, Bekleidung, Bekleidung geht auch. Bekleidung 1. Helm? Komm, Helm. Wenn's geht. Reagenz. Aber Waffe wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, oder? Vielleicht kriegen wir da was anständiert. Platziere Kristall. Ja, gut. Komm, machen wir jetzt einfach. Bekleidung wartet jetzt, oder Helm? Ja, Helm. Gut, alles klar. Ah, hoffentlich ist es nicht so irgendwas sowas Hässliches, was man, womit man sich nichts sehen lassen kann. Dann, nee, dann nehme ich die wieder raus. Na halt, dann nehme ich doch lieber Bekleidung. So, ist auch neu. Perfekt. Reagenz rein. Kristall rein. Kann man Film, können wir da auch noch reinmachen. Und Komponente. Ich versuche das aber erstmal so, wie das jetzt hier möglich ist. Nein, du sollst oben in der Ecke. Geht doch. Sehr schön. Forschungskosten sind 500 Gold. Okay, riskiere ich einfach mal. Was ist dabei rausgekommen? Ich weiß es nicht. Neue Dollar. Achso, weil wir was gemacht haben. Bekleidung 1.
Können wir das jetzt einfach abholen oder haben wir das jetzt? Ja, habe ich doch gemacht, warte. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich das finde. Ne, mehr ging es ja nicht. Okay, dann schauen wir mal. Ich weiß, glaube ich, ganz genau, wo ich das finde. Hier nicht, oder? Bekleidung. Ne, was? Zurück. Da. Hier müsste da sein, ne? Kleid. Nö. Rucksack. Ach, guck mal, wir haben ja beim letzten Mal irgendwie einen Kletterrucksack mit dazu gekriegt. Ich weiß nicht, ist der besser oder nicht. Sieht wahrscheinlich total dumm aus, aber weil er viel zu groß ist. Aber den nehme ich einfach mal. So. Ist er jetzt einfach drin? Weiß ich gar nicht. Achso, jetzt ist er raus wieder. Weil ich nochmal drauf geklickt habe. So, aber bei Kleid ist nichts drin. Seltsamerweise. Gehe ich nochmal raus. Wo finde ich das denn? Habe ich das jetzt im Inventar oder was? So wie das aussieht, nicht. Nein? Nein. Hä, ich habe die beiden Komponenten auch wieder hier drin. Verstehe ich jetzt gar nicht. Also, ich weiß auch gar nicht, muss ich die da irgendwie rausholen oder so? Also, das, Erschaffende? Hier. Machen wir das nochmal. So. Aber das, ist ja auch ausgegebene Gold, ne? Deswegen kann ich mir eine Formel, oder? Das ist eine Formel zum Herstellen von irgendwas. Wir wollen sowieso was herstellen. Verschmelzen, verschmelzen zwei. Okay, der kommt erstmal auf die rechte Seite, der Typ da. Dann wollen wir mal erstmal einfach irgendwas verschmelzen eins. Nur einmal bitte. Was ist dabei rausgekommen? Eine Mütze. Na, sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Dann haben wir hier noch. Na, habe ich doch schon, oder nicht? Mann, Alter, warum hat man immer alle mehrmals? Das ist voll beschissen. Okay, dann nehmen wir nochmal eins. So, dann haben wir die alle verbraucht. Na, süd. Noch ein Bücherregal, sehr schön. Kann man auch gut gebrauchen. Ich weiß gar nicht, ob man hier Bücher sammeln kann oder überhaupt Bücher lesen kann. Nehme ich einfach mal so hin. So, dann sind wir hier auch fertig. Ich hoffe, das war alles sinnvoll, was ich gerade gemacht habe. Bauplanänderung. Können wir auch noch was ändern? Nee, können wir nicht. Plus. Doch, gilt. Hey, mach ich jetzt nicht. Habe ich jetzt keine Lust zu. Hier drüben können wir reparieren. Dafür ist ja auch der Kunststoff, glaube ich. Wurde mir mal in die Kommentare geschrieben. Das, was ich hier ewig herstelle, wovon ich schon so viele habe. Hier reparieren wir das. Einfach so. Ach, Feinreparatur gibt es auch noch. Ne, geht nicht. Okay, dann unsere Jacke. Obwohl wir uns eigentlich neue Bekleidung gebaut haben. Zerlegen können wir auch noch. Und hier können wir die noch verbessern, wurde mir gesagt. Ich glaube, da, das ist auch was für, was ich mit dem Kunststoff mache oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, also ich kriege ja mittlerweile so viele Kommentare. Am liebsten würde ich mir alles aufschreiben, damit ich das alles hier auf dem Zettel habe. So, jetzt haben wir 10 Minuten schon verbraucht. Ist ja auch nicht so schlimm. Dann machen wir nämlich folgendermaßen. Ich muss erstmal gucken, was hier überhaupt möglich ist. So, das gibt nichts. Bonus, gar nichts. Okay, nee, dann lasse ich das. Beschäftige ich mich mal in Ruhe. So, und dann können wir auch nochmal los, würde ich sagen. Ich habe aber die Baupläne noch drin. Verwenden. Wo stellt man denn Bekleidung her? Das geht ja nur da, oder? Bekleidung? Ja, ich habe doch jetzt eine Mütze und sowas. Können wir raus da. So. Die müssen hier wieder rein. Wo sie vorher auch drin waren. Oder mir fehlen Komponenten, deswegen hat es nicht funktioniert. Aber die Mütze, die hätte ich trotzdem gerne. Ah, fuck, hier ist ja gar kein Platz mehr. Scheiße. Machen wir jetzt. Aber die waren doch vorher auch drin. Was soll denn das? Hilfe! Da muss der Reagenz oder die Reagenz oder das Reagenz muss denn hier drüben hin. Sehr schön. So mag ich das. Kann ich hier die Mütze herstellen? Nee, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist aber ein Bauplan, womit ich irgendwas, was ich sonst immer hier herstelle, weißt du? Deswegen verstehe ich das nicht ganz.
Bei Verteidigung natürlich auch nicht. Ich kann ja mal rüber zur Werkbank. Nee, ist gar keine. Doch, ist die Werkbank. Alles klar, herstellen. Da, hier ist es. Alles klar, oh Gott, bin ich dumm. Aber da brauchen wir noch 6 Lumpen. Die Lumpen müssen wir uns herstellen. Auch Tierhaut, das heißt, wir bräuchten Tierhaut. Hanf brauchen wir. Jede Menge und davon haben wir, so wie es aussieht, gar nichts mehr. Gut, dann müssen wir uns um Hanf kümmern. Jede Menge Hanf. Ja, denk mal, nimm mal sowieso alles mit, ne? Ist der Rucksack jetzt größer oder sieht der nur anders aus? Mann, ey. Aber 100 Pro nicht. Gut, dann wollen wir mal. Wir haben jetzt irgendwas Sinnloses im Inventar. Ne, haben wir nicht. Wir haben Spitzhacke, ja, Knarren und so weiter alles. Sehr schön. So soll es nämlich auch sein. Und dann können wir nämlich sofort los. Ab in die Wüste, da wo wir die ganze Scheiße holen sollen. Die befindet sich dort unten, Sandstein. Fortsetzen. Da kam gerade eine Nachricht rein, oder was war das hier? Moment, ich guck mal eben nach. Nee, es war bloß die Event der Woche oder so. Weil immer wenn das da unten, also, ja. Gut, wo sind wir jetzt hier überhaupt? Muss ich mal kurz auf der Karte nachsehen. Wir befinden uns mitten in der Mitte. Na gut, bevor jetzt hier gleich ein Sandsturm kommt, werden wir uns erstmal in Richtung Höhle bewegen, also in Richtung die Höhle da. Und, oder, ja, doch. Guck mal, hier unten haben wir schon alles abgesucht oder erkundet. Nach oben hin müssen wir noch mehr. Sehr schön. Dann wollen wir mal, da wollten wir lang, ne? Na, hier ist was los, ne? So. Ich bin ja jetzt ein Krieger, deswegen müsste ich eigentlich mit dem Knüppel am besten umgehen können. Und außerdem macht der auch richtig Damage. Also im Gegensatz zu die Waffen oder so. Aber dafür kriege ich auch selber ein bisschen Damage ab, ne? Schaden. Schaden habe ich ja schon, aber ich meinte jetzt Ingame. Ingame-Schaden. Hast du gesehen? So macht man das. Gibt hier auch so einen Aufladeschlag. Das wäre mal nice. So, die spawnen einfach wieder. Haben die irgendwas Besonderes? Klauen, ich weiß gar nicht. Ist das auch wieder so unwichtig wie alles andere? Alter, wie schnell einfach mal so Leben runtergeht, oder? Da bräuchte man mehr Rüstung oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, so weit bin ich noch lange nicht. Gibt es hier irgendwelche Kisten, die man looten kann? Das würde mich mal interessieren. Ich komme hier gar nicht rein, selbst geduckt nicht. Dann soll man da wohl nicht reinkommen. Hallo? Seid ihr freundlich? Ich glaube nicht. Und die auch nicht. Aber da ist eine Kiste. Die hätte ich gern. Hallo? Komm schon. Mach dich fertig. So, dann wollen wir mal hier hoch. Ich bin, ja, weiß nicht. Ich würde mich mal interessieren, was hier oben sich befindet. Nichts. Hier kommen wir nicht hoch. Doch, kommen wir. Na klar. Ist ja auch geil. Das heißt, jetzt können wir hier oben stehen und alle abmurksen, aber mit der Waffe. Reicht die aus dafür? Na klar. Ja, aber irgendwie ist das alles nicht so das Gelbe vom Ei mit der Knarre hier. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie macht die viel zu wenig Damage. Deswegen nutze ich die ungern. Die ist aber, ich denke mal, für einen Nahkampf ganz effektiv, oder? Also ein halb. Ein Nahkampf? Halb Nahkampf? Weiß ich nicht. Vielleicht erzähle ich hier gerade voll Scheiße, aber das Mondragon-Gewehr, das macht mehr Schaden auf größere Distanz. Das wollte ich damit sagen. Wir können das mal ausrüsten und dann zeige ich mal, was ich meine. So, da ist nämlich dieser Dude und der möchte gerne. Siehst du? Warte. Ach, guck mal, nee, der macht das doch nicht. Hä? Die sind hier einfach robuster oder was? Also im Herbstwald hat der einfach mal mehr Schaden gemacht. Wo rennen die denn hin? Guck mal, jetzt habe ich die alle. Alter, die. Haben die gerade Penny gerade angegriffen? Nee, ne? Da war noch so ein anderer Dude, oder? Das wird einfach nichts. Ich spiele hier einfach nur rum, wisst ihr? Wird da gerade wirklich Penny angegriffen? Nee, ne?
So, den haben wir erledigt. Ich schaff das nicht mal. Für so eine Aktion hätte ich gerne mal ein Scharfschützengewehr. Würde ich lieben gerne ausprobieren, wie sich das hier zocken lässt. Guck mal, ich mache ja schon Headshots, ne? Aber scheint irgendwie nicht zu bringen. Da war ein Schultershot. Achso, ich bin alle. Oh, ja, siehst du, habe ich gar nicht mitgekriegt. Dann nehmen wir den hier nochmal. Aber ich glaube, da reicht das nicht aus, oder? Der gefällt mir aber besser wegen dem Sound. Okay. Kommen die hier hoch? Nee. Überhaupt nicht. Ja, schön rumgespielt hier wieder, Zeit verschwendet und sowas alles. Wir sollten eigentlich jetzt, was sollten wir hier überhaupt machen? Ja, farmen, jede Menge. Und zwar Zinnerz und Harz sammeln. Sehr schön. Wo kriegen wir Harz her? Harz einfach nur von Bäumen, glaube ich. Entweder von Bäumen oder von Sträuchern, die man so sammelt. Und Zinnerz einfach bloß ganz normal die Steine, die es hier so gibt. Und gleich, ach ja, ein Sandsturm auch noch. Siehst du, da habe ich jetzt überhaupt gar nicht drauf geachtet. Da müssen wir uns jetzt schnell mal verziehen, aber wohin? Da siehst du, ist doch gleich in der Nähe. Sehr schön. Let's go. Komm schon, lauf! Das kannst du schaffen! Ich glaube ganz, ganz fest an dich. Komm schon, komm schon! So, da sind doch schon die Kollegen, die hier alle rumrennen. Jemand, den man kennt? Nö. Gar nicht. Okay. Wir setzen uns mal hin. Und ja, denn... Ja. Tolle, sinnlose Folge, würde ich sagen. Warum regenerieren wir nicht? Weil er kein Stuhl ist, oder was? Alter, das... Ja, das Spiel ist ziemlich wählerisch. Ne? Immer wenn ich am Stuhl sitze oder im Bett liege, dann ist es halt immer so, dass der das Leben wieder regeneriert. Ja, aber wenn ich hier auf einer Kiste sitze, dann überhaupt nicht. Ne? Vielleicht macht das einen Unterschied, wenn man da drüben auf dem Fass sitzen würde. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Ja gut, viel wird hier halt nicht mehr passieren, glaube ich, heute. Der Sandsturm wütet halt, deswegen würde ich sagen, verabschiede ich mich. Hat wieder aufgehört. Wir könnten jetzt so weitermachen, ja. Aber... Ey, guck mal, die Uhrzeit und so. Weißt du, was ich meine? Es tut mir ja wirklich leid. Ich will es nicht so in der Länge ziehen. Guck mal, wir haben ja jetzt schon so viel Zeit verschwendet. Ja, es tut mir leid. Gut, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei der ganzen Sache gehabt. Und, für die ganzen Damage-Sachen oder so. Wie viel Schaden wer was macht. Ob man das irgendwo nachlesen kann oder irgendwie noch verbessern kann. Einfach mal in die Kommentare, würde mich echt freuen, damit ich einfach mal die ultimativen Waffen im Rucksack habe, in meinem neuen Rucksack, ne? Ja, und dann würde ich sagen, ja, setze ich mich mal so hin wie er. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao.